Ihr kennt das bestimmt nur allzu gut und das ist auch eine relativ häufige Frage, die mir und Sebastian gestellt wird. Ihr seid unterwegs, euer Auto ist schmutzig und ihr habt jetzt Vogelkotflecken oder Insektenreste. Wie bekommt ihr die auf eine einfache, schnelle, aber trotzdem sichere Art und Weise weg, ohne dass ihr euch viele Kratzer reinzieht? Und in diesem Video zeige ich euch meine Methode, was ich tue, wenn ich unterwegs bin und diese Art von Flecken entfernen möchte. Also ihr seht schon, es geht heute um diese Art von Flecken, hier im konkreten Fall Vogelkot. Ich habe mein Auto jetzt absichtlich nicht gewaschen, damit es möglichst aussieht wie Sau, damit wir uns um das hier kümmern können. Wenn ich sowas unterwegs habe und ich habe keine SB-Box, ich bin gerade im Urlaub und ich habe kaum Sachen dabei, dann habe ich persönlich ein Notfall-Kit oder Erste-Hilfe-Kit für genau solche Flecken dabei und das besteht aus eigentlich nur 3/4 Sachen. Das eine ist ein Schwamm, das andere ist eine Trockenwäsche oder ein Insektenentferner, funktioniert beides. In diesem Fall habe ich mir eine kleine Flasche CarPro Ecto-O eingefüllt und ich brauche ein möglichst dickes, flauschiges Mikrofasertuch. Hier jetzt im Beispiel vom Liquid Elements Purple Monster. Dann, ich habe gesagt, 3/4 Sachen. Was ihr auch noch braucht, ist Wasser. Das heißt, habt entweder eine Wasserflasche dabei oder macht das kurz an der Tankstelle, wo ihr den Schwamm dann eintauchen könnt, weil ich erkläre euch jetzt, wie ihr das Ganze hier verwenden könnt. Wenn ihr so einen Schwamm dann einmal verwendet habt, dann habt ihr natürlich so hier im ausgefahrenen Zustand einen dabei. Es gibt die aber auch jetzt hier am Beispiel von MacOff so eingepackt und sehr, sehr, sehr dünn. Das heißt, die formen sich erst zu einem großen, richtigen Schwamm, wenn sie das erste Mal mit Wasser in Kontakt kommen. Und so ist es natürlich sehr, sehr, sehr platzsparend, um es in eurem Auto zu verstauen. Und deswegen wollte ich euch das auch so hier zeigen. Aber jetzt, in diesem Fall, für dieses Beispiel, arbeiten wir mit dem Schwamm hier. Also, meine Technik sieht dann wie folgt aus. Zuerst sprühe ich genau diese Flecken hier. Das hilft natürlich, wenn der einen ist. Mit meiner Mischung aus entweder Trockenwäsche oder Insektenentferner ordentlich ein und dann lege ich den nassen Schwamm. Ihr seht, ich habe ihn jetzt schon nass gemacht. Der sollte wirklich möglichst gut mit Wasser gefüllt sein hier drauf, weil es geht ja hier darum, dass diese Sachen nicht einbrennen und vor allem, dass sich auch der Reiniger nicht einbrennt. Deswegen könnt ihr jetzt den Reiniger da unten auch wegwischen, wo er nicht unterm Schwamm liegt, weil wenn ihr jetzt ihn so drauf legt, dann hat der Reiniger Zeit, sich wirklich in diese Verunreinigungen, in die Vogelkacke, in Insektenreste reinzufressen und die auch anzulösen oder aufzulösen. Und gleichzeitig brennt euch der Reiniger nicht ein und der Vogelkotfleck selbst kann auch nicht einbrennen. Und so habt ihr einen Schwamm, wo immer wieder Flüssigkeit nachkommt, der flüssig bleibt. Ihr könnt auch zwischendurch mal wieder drücken, dass neue Flüssigkeit nachkommt. Aber so könnt ihr das Ganze einwirken lassen. Wie lange spielt ein bisschen eine Rolle, wie groß der Fleck ist, von dem wir hier reden. Ich lasse den jeweils, wenn ich jetzt auf einer Autobahnraststätte bin und sowieso eine Pause einlege, dann lasse ich den 10, 20, 30 Minuten wirklich drauf, damit das wirklich schön einwirken kann. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich den Schwamm dann wieder wegnehme. Also der Schwamm lag jetzt etwa 5 Minuten hier drauf. Dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich sehe schon, er ist wunderbar. Ihr seht, ich kann es mit dem Finger schon verschieben. Genau das wollte ich erreichen, weil jetzt kann ich mit dem Tuch und nochmal ein bisschen frischem Reiniger, weil ihr wisst ja, je mehr Schmierung, desto besser, desto geringer ist das Risiko für Kratzer hier drauf. Und ohne Druck, wirklich ohne Druck, merkt euch das, einfach nur drüber wischen. Ja, und habe ihn komplett entfernt. Jetzt natürlich müsst ihr darauf achten, dass ihr hier keine Reinigerreste mehr zurücklasst. Das heißt, wischt hier nochmal nach oder noch besser, geht hier mit dem Wasser, weil darum habe ich gesagt, Wasser braucht ihr auch, hier nochmal drüber. Könnt auch den Schwamm dann nochmal auspressen, um hier nochmal Wasser auf die Fläche drauf zu geben. Schaut, dass keine Reinigerreste hier zurückbleiben, weil auch die sollen sich ja nicht einbrennen. Aber so habt ihr aus meiner Sicht relativ schonend einen Vogelkotfleck vergleichsweise schnell entfernt. Also ihr seht, das ist meine ganz einfache, ganz schnelle Methode, um vor allem Vogelkotflecken schnell vom Auto zu entfernen, ohne dass sie sich in der Sonne einbrennen. Nochmal, was ihr dazu braucht, ist ein dickes, weiches, flauschiges Tuch. Hier Liquid Elements Purple Monster. Ihr braucht einen saugfähigen Schwamm. Dazu dann natürlich noch Wasser und ihr braucht einen Reiniger, entweder eine Trockenwäsche, einen Insektenentferner. Vermutlich wird es auch eine APC tun, aber ich habe gemerkt, dass gerade Trockenwäsche und dass gerade Insektenentferner hier sehr, sehr gut funktionieren, um die Rückstände abzulösen, die halt in Vogelkot oder die in Insektenresten drin sind. Das ist aber nur meine Methode, wie ich damit umgehe. Jetzt würde mich deswegen interessieren, wie macht ihr das, wenn ihr unterwegs seid? Schreibt uns das bitte in die Kommentare unter dieses Video, denn wir wollen ja gemeinsam als Community gerade solche Themen
auch weiterentwickeln. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus!